Reinheit und Schönheit hat auch für uns Spieler, finde ich, etwas Reinigendes und Klärendes. Vielleicht so ein bisschen wie Mozart. Ich meine, es ist kein Zufall, dass ja auch Schumann sagte, Mendelssohn sei der Mozart des 19. Jahrhunderts. Ich fühle mich etwas wie ein Mendelssohn-Botschafter, weil ich denke, so ein großartiger Meister seiner Zeit, aber immerhin noch 200 Jahre auch danach, berührt uns das so sehr und er wird so sehr unterschätzt, dass ich für mich denke, ich möchte mich wirklich für diesen Komponisten einsetzen. Was er mit jedem einzelnen Lied aussagt, offenbart sozusagen diesen Seelenreichtum und die Farbigkeit auch des Menschen Felix Mendelssohn Bartholdy. Er hat natürlich nicht zu Unrecht bis an sein Lebensende Lieder ohne Worte geschrieben. Sie sind wie Tagebuchaufzeichnungen und ich finde, das ist Mendelssohn pur. War für mich eigentlich absolutes Neuland. Ich kannte diese Lieder ohne Worte kaum, muss ich gestehen. Hab mich aber auch sogleich mit dem ersten Öffnen der Partitur auch in diese Stücke verliebt. Und sie hat sich ja doch zeitlebens als Dilettantin bezeichnet. Vielleicht war das aufgrund der gesellschaftlichen Umstände, dass man ihr als Frau nicht zugebilligt hat, als Komponistin zu veröffentlichen. Vielleicht hat sie auch nicht so viel Rücksicht darauf genommen, dass es auch wirklich aufführbar ist. Insofern sind einige von ihren Liedern ohne Worte wirklich sehr, sehr sperrig, kompliziert gesetzt. Und sie geht in ihrer Harmonik, in ihrer Form noch weiter. Er ist proportionierter, klassischer und sie geht manchmal harmonische Wege, die schon so weit manchmal auch Gustav Mahler vorausnehmen, dass es wirklich einen Staunen macht. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Geschwistern ist ja undurchsichtig und geradezu magisch. Beide müssen sehr, wie soll ich sagen, verletzbare Seelen gewesen sein. Aber Felix ist letztendlich doch der Komponist, der klassischer, wenn wir so wollen, formvollendeter schreibt. Alles bleibt in wohlproportionierter Dosis und was er jetzt in diesen kurzen Stücken an, sagen wir mal, Seelenkosmos uns offeriert, ist wirklich phänomenal.